Trimedialität im Saarland. Roman Rezinski, Sie haben Ihre Masterarbeit, so heißt das heute, vornehmen. Früher hat man vielleicht Magisterarbeit dazu gesagt, also einen Universitätsabschluss mit diesem Thema geschrieben und auch erlangt. Was hat Sie denn eigentlich während des Studiums und auch bis jetzt an diesem Thema gereizt? Ja, vor allen Dingen war das Saarland ein Pilotprojekt in Sachen Trimedialität, sowohl beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch beim Privatrundfunk. Kam es vor, dass zusammen mit Radio, Fernsehen und Internet in Verbund gearbeitet wurde. Wie sind Sie denn bei Ihrer Studie, bei Ihrer wissenschaftlichen Arbeit vorgegangen? Also als erst bin ich mal hingegangen, hatte mir Experten gesucht, die sich also damit beschäftigt hatten. Zum einen die Landesmedienanstalt mit Dr. Gerd Bauer. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatten wir als Vertretung den Herrn Professor Thomas Kleist geholt. Für den privaten Hörfunk hatten wir den Herrn Schwenk geholt von der Radio Group, der unter anderem damals auch den Sender Viva mitgegründet hatte und uns dazu ein bisschen Rede und Antwort gestellt hat. Zu guter Letzt kam auch noch Oskar Lafontaine mit hinzu, weil er zur damaligen Zeit, ich sag mal so, als so langsam die Trimedialität begann, Ende der 90er Jahre, Ministerpräsident im Saarland war und dazu Auskünfte geben konnte, wie es damals in der Medienlandschaft aussah. Was genau verstehen Sie eigentlich, da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu definieren, unter Trimedialität? Die Trimedialität ist das Zusammenwirken von Radio, Fernsehen und Internet. Also das Wort Tri speziell kommt aus dem Lateinischen und steht mehr oder weniger für drei. Und es ist eine Erweiterung der Crossmedialität, was man im Normalfall im Rundfunkbereich als die Zusammenarbeit von Radio und Fernsehen wertet. Und was reizt eigentlich den saarländischen Medienmacher an diesem Thema? Warum wird das hier im Saarland, Sie haben gesagt, fast schon als Pilotprojekt hochgehandelt? Also vor allen Dingen hatte das auch hier beispielsweise auch mit den ersten Weblines zu tun. Wenn ich mich daran erinnere, hatte zum Beispiel der Saarländische Rundfunk als auch der Sender SaarTV damals die erste nationale Webline, wo man sich also TV- oder Radioinhalte ganz leicht im Internet anschauen konnte. Und ich sag mal, die Sender außerhalb des Saarlandes hatten am Anfang etwas Angst. Nämlich man konnte am Anfang nicht genau wissen, wie man damit Geld verdienen kann. Mittlerweile weiß man, dass man also auch Werbeschaltungen tätigen kann, wie beispielsweise bei dem gängigen Medium YouTube, wo Werbeblöcke eingeblendet werden. Aber zur damaligen Zeit war das noch nicht denkbar. Und im Saarland ging das also auch nicht aus einem kommerziellen Affekt heraus, sondern eher darum, dass man was verändern wollte. Und daher war das Saarland in Sachen Trimedialität das Pilotprojekt. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann eh nicht werben. Ja, das stimmt, aber ich sag mal so, man hatte da trotzdem am Anfang das Ganze sehr kritisch hinterfragt. Vor allen Dingen, weil es auch darum geht, dass der Inhalt, den man sich da ja anguckt, mehr oder weniger umsonst ist. Und in dem Moment gab es also damals noch die Rundfunkausrichtung mit der Rundfunkgebühr, dass man beispielsweise ja in dem Moment damals per Haushalt noch bezahlt hatte und man in dem Moment nicht wusste, was ist jetzt zum Beispiel mit jemand, der jetzt keinen Fernseher zu Hause hat und guckt sich die Inhalte jetzt im Internet an. Mittlerweile hat sich das natürlich mit den Rundfunkgebühren auch geändert. Stichwort Werbung. Das Fernsehen hat es im Saarland ja, wenn man mal vom saarländischen Fernsehen, des saarländischen Rundfunks absieht, nicht gerade einfach. Mhm, das ist richtig. Also vor allen Dingen wird in dem Buch die Trimedialität im Saarland auch beschrieben, was man beispielsweise machen müsste, wenn man ein Privatfernsehen im Saarland starten möchte. Und Geld verdienen. Geld verdienen, genau. Also als erstes ist mal der wirtschaftliche Aspekt im Fokus und da kennt man also auch Beispiele, wie zum Beispiel damals auch SaarTV, die also, sage ich jetzt mal, nach 10 Jahren auch daran gescheitert waren, weil es einfach 8 große Firmen im Saarland gibt und wenn man darüber hinausgeht, ist als Privatsender mit regionalen Inhalten natürlich auch schwierig hat. Aber es war 10 Jahre lang auch machbar und ich denke mal, wenn man das Marketing ein bisschen ausrichten würde und würde zum Beispiel auch in den Raum Saarlux gehen, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass man weiterhin auch Privatfernsehen hier auch machen könnte.
Sie haben ja für Ihr Buch, für Ihre Arbeit auch die Blogger-Szene im Saarland untersucht. Tut sich da viel? Da muss man sagen, das hat sich im Saarland sehr gut entwickelt. Also wir haben ja hier zum Beispiel auch eine sehr große Vereinsdichte. Also es gab da mal eine Umfrage, dass der Saarländer pro Kopf in 6 bis 8 Vereinen drin ist. Und demnach hat man da natürlich auch eine sehr große Ausrichtung. Es gibt aber zum Beispiel auch Institutionsblogger, die also auch für die Kultur im Saarland auch sehr wichtig sind, wie beispielsweise die HBK Saar, die also auch regelmäßig Inhalte postet auf ihrer Webseite, wo der Saarländer also auch verfolgen kann, was ist jetzt gerade kulturell angesagt, wo ist die nächste Ausstellung, wo kann ich hingehen. Aber es gibt natürlich auch zahlreiche Journalistenblogger, wie beispielsweise die Saarbrücker Zeitung, Wochenspiegel Online, Bild Saarland. Darüber hinaus haben wir auch Freizeitblogger, wie beispielsweise, sage ich jetzt mal, die bisschen ältere Seite Gesichterparty oder Hotelblogger wie die Victors Residenz Hotelkette oder die Mercure Hotelkette, die also auch hier sehr viel, sage ich jetzt mal, postet. Dann haben wir natürlich auch eine große Gastro- und Rezeptszene, wie beispielsweise die Alex Brasserie, die also hier als gängige Marke für den Saarländer auch integriert ist. Es gibt politische Blogger, wie beispielsweise saarlandpolitik.de, wo man sich also immer über die neuesten Veränderungen in der Politikszene in der Großregion informieren kann. Darüber hinaus gibt es auch noch Wirtschaftsblogger wie Saarpfalz Mosel, die also auch ein bisschen über den Wirtschaftssektor und die Geschäftstüchtigkeit des Saarlands berichtet. Und zuletzt gibt es natürlich auch die Werbeblogger wie saarlandwerbung.de, was von dem Lesezirkel ausgeht. Das ist eine ganze Menge Holz, würde ich jetzt mal sagen. Wird das auch gelesen? Wird das auch genutzt? Also es wird gelesen, was man natürlich dann auch in Kombination mit Social-Networking-Plattformen feststellen kann, wie beispielsweise Facebook, wo also die ganzen Seiten auch wiederum verlinkt sind und wo man also auch ein direktes Feedback erlangen kann. Darüber hinaus haben natürlich diese Webseiten meistens auch einen eigenen YouTube-Channel, wo man anhand der Klickzahlen auch genau sehen kann, wie erfolgreich ist mein Magazin. Letzte Frage, zu welchem Fazit kommen Sie denn bei Ihrer Studie? Also zu dem Fazit muss man direkt mal sagen, dass das Buch also dem Leser die Möglichkeit gibt, einen Überblick zu gewinnen. Sagen wir jetzt mal, jetzt käme ein Pfälzer ins Saarland und er wollte sich beispielsweise mal kundig machen, wie sieht hier die Medienszene aus, wie kann ich beispielsweise auch Werbung schalten oder wie kann ich mich einfach medial informieren, dann kann er sich einfach das Buch nehmen und kann zum Beispiel feststellen, aha, es gibt diese Marken, es gibt diese Kompetenzpersonen, die sagen was darüber aus und in dem Moment hat danach in dem Moment der Pfälzer die Information, wie er medial im Saarland vernetzt ist. Ich danke Ihnen recht herzlich. Vielen Dank.